Wir stehen jetzt hier mit Fabian Döttling, Großmeister von der OSG Baden-Baden, heute simultan gespielt. Wie viele Gegner waren es denn und wie hast du die Veranstaltung erlebt? Also um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht genau, wie viele Gegner es waren etwas über 20, ich weiß nicht, ob es 22, 23 oder 24 waren. Ja, es war was Neues, Uhren-Simultan habe ich vorher noch nie gespielt. Ich wusste auch gar nicht, dass ich Uhren-Simultan spielen sollte. Ja, insgesamt ist es ganz, ganz ordentlich gelaufen. Zwei Partien habe ich verloren, also eine ziemlich unglücklich, totaler Gewinnstellung über die Zeit. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich keine Zeit mehr hatte. Eine andere, da habe ich einfach eine Figur eingestellt, also eine ausgeglichene Stellung, also war okay. Ja, ansonsten war ich eigentlich relativ zufrieden. Ja. Ist ein Uhren-Simultan oder ein Uhren-Simultan etwas, was du öfter spielst, oder ist es schon eher die absolute Ausnahme? Also simultan spiele ich schon relativ häufig, also macht auch Spaß, also häufig ist relativ natürlich, vielleicht eins im Jahr. Macht auch Spaß, mache ich auch gern. Uhren-Simultan ist, wie gesagt, habe ich noch nie gespielt und naja, war mal was anderes. Es ist ja gerade im Schachhaus Sommerpause, kann man so sagen. Was sind denn noch deine Ziele? Du bist ja jetzt Großmeister, hast auch eine sehr respektable Elo-Zahl. Was denkst du denn, was noch möglich ist für dich so nach oben? Also ich bin natürlich kein Schachprofi in dem Sinne. Ich habe studiert, ich habe jetzt mein Referendariat gehabt und fange jetzt als Lehrer an zu arbeiten. Ich habe mich schon relativ früh gegen eine Profikarriere entschieden. Eigentlich schon, als ich 96 Europameister wurde, war es mir relativ klar, dass ich das nie machen wollte. 2003 bin ich dann Großmeister geworden. Aber das Problem ist, wenn man Großmeister wird, man merkt relativ schnell, man hat eigentlich keine Ziele mehr im Schach. Das klingt irgendwie etwas lächerlich vielleicht, aber das ist wirklich so. Man hat keine Ziele mehr. Ich habe jetzt noch ein Ziel, ich habe jetzt in der nächsten Liste 2579 oder 2580, ich weiß es nicht genau, als Amateur im Prinzip noch 2-6 schaffen, das wäre noch so ein Ziel, was ich habe. Aber ich spiele natürlich sehr, sehr wenig Partien im Jahr, vielleicht maximal 10, 15 mehr definitiv nicht. Super, danke dir.